erstes möchte ich Ihnen das Gemälde Sulamit und Maria von Franz Pfor vorstellen, aus dem Jahr 1811. Es ist eine Inkunabel der Kunstgeschichte und ganz nebenbei erwähnt das meistbefragte Werk der Sammlung. Franz Pfor und Friedrich Johannes Overbeck gründeten bereits in Wien den Lukasbund, die erste Sezession der Kunstgeschichte. Sie übersiedelten dann nach Rom und waren auch da die treibenden Kräfte einer deutschen Künstlergruppe. 1811 vollendet Pfor sein programmatisches Gemälde Sulamit und Maria. Es ist das Freundschaftsbild der Romantik, weil es in vielen Gesprächen, gemeinsamen Gesprächen der beiden Künstler ihre Idealvorstellungen des Lebens und auch ihres Kunstwollens zusammenfasst. Schauen wir uns das Gemälde etwas genauer an. Sie sehen auf der linken Seite Sulamit auf der Rasenbank im Hortus Conclusus vor italienischer Landschaft. Das Bildmotiv des Hortus Conclusus geht zurück auf eine Interpretation des Hohen Liedes des Alten Testaments und dort heißt es, ich zitiere: Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Die Marienfigur auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, unsere Sulamit, erinnert von der Haltung her und von der Farbgebung an die Mariengestalten Raphaels. Und damit haben wir den Bezug zur italienischen Kunst des Mittelalters zu Raphael. Am hinteren Ende des Gartens betritt Johannes, damit ist Overbeck gemeint, den Garten. Er hat Zugang zu diesem geschlossenen Raum. In den Beschreibungen, die Pfor an seinen Freund Overbeck verfasst hat in einem Brief, geht er auf die Kunstvorstellungen der beiden ein und personifiziert diese Kunstideale in zwei Frauenfiguren. Und so steht Sulamit für die Kunst des Südens für Raphael. Auf der rechten Seite, die Marienfigur sitzt in einem geschlossenen Raum. Sie erinnert an eine Verkündigungsszene oder an Hieronymus im Gehäuse und damit an Dürer. Und damit haben wir das große Vorbild für die Kunst des Nordens, Dürer. Franz Pfor vollendet das Gemälde, das Diptychon, das Sie hier sehen, 1811, ein Jahr vor seinem frühen Tod. Er hatte die Vorstellung, Schlachten und Historienbilder zu malen, was ihm nicht vergönnt war. Und aus dem Grund hat er keinen Zugang zu diesem Raum, während Overbeck, er wollte große Bibeldarstellungen schaffen, sein Ziel erreichen konnte und damit auch Zugang zu diesem Raum hat. Wir wissen also sehr viel über das Gemälde durch die eigenen Äußerungen Franz Pfors und so hat jeder Gegenstand, den Sie hier im Bild sehen, symbolische Bedeutung. Im Gegenzug schuf Jahre später Friedrich Overbeck sein Gemälde Italia und Germania. Aus Sulamit und Maria wurde also Italia und Germania. Er erhebt es in einen allgemeineren, übergeordneten Zustand und vereint die Kunst des Nordens und des Südens in Harmonie. Die beiden Künstler erträumen sich also mit ihren Freundschaftsbildern die ideale Frau, die ideale Braut, völlig unerotisch, ganz im Gegensatz zu manch anderen Gemälde, das wir heute noch sehen werden.